Moin Leute, heute habe ich ein wirklich super einfaches und super leckeres Rezept für euch. Und zwar kennt ihr ja bestimmt alle diese Hefeaufstriche, die es zu kaufen gibt. Das sind immer diese kleinen Döschen. Das hier ist jetzt von Alnatura, aber die gibt es mittlerweile wirklich überall. Selbst bei Aldi habe ich die schon mal gesehen. Und ja, da gibt es auch etliche Sorten von. Und meine Lieblingssorte davon ist auf jeden Fall der Champignon-Aufstrich. Und da habe ich gedacht, die sollte man auf jeden Fall mal nachmachen. Ich habe auch ein bisschen ausprobiert und rausgekommen ist ein wirklich super leckerer Pilzaufstrich, der irgendwie ein bisschen an Leberwurst erinnert. Okay, los geht's. So, für den Champignon-Aufstrich braucht ihr natürlich erstmal Champignons. Die könnt ihr ganz einfach in Scheiben schneiden. So, das waren jetzt 5 Pilze und ungefähr 90 Gramm. Und die braten wir jetzt gleich mal an, allerdings ohne Öl. Einfach in eine trockene, beschichtete Pfanne geben. Außerdem eine kleine Prise Salz dazu, damit die Pilze gleich ein bisschen Wasser lassen können. So, die Pilze könnt ihr ruhig ungefähr eine Minute auf höchster Stufe ein bisschen anrösten. Am besten unter stetigem Rühren. Und nach einer Minute könnt ihr die Hitze reduzieren auf Stufe 1 oder 2 und weiterhin rühren. So, nach ungefähr 4 Minuten könnt ihr die Hitze wieder ein bisschen erhöhen, circa auf die Hälfte. Und könnt dann auch gleich einen Esslöffel Lupinenmehl dazugeben. Das wird jetzt sozusagen ein bisschen angeröstet. Und zwar für circa 1 bis 2 Minuten. Und dann könnt ihr den Herd einfach ausmachen und die Pfanne erstmal von der Hitzequelle nehmen. So, dann braucht ihr einen hohen Behälter zum Pürieren. Außerdem 100 Gramm Margarine. Wenn ihr das jetzt ohne Margarine machen wollt, weil ihr die einfach nicht verwenden möchtet, dann könnt ihr als Alternative zum Beispiel auch Sonnenblumenkerne nehmen oder auch Cashewkerne. Lasst dafür einfach das Lupinenmehl aus der Pfanne weg und röstet stattdessen halt die Cashewkerne oder die Sonnenblumenkerne an. Da müsst ihr nur gucken, dass sich die Konsistenz eventuell ein bisschen anders verhält. Also einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu geben. Außerdem habe ich hier noch 40 Gramm Hefeflocken. Die gebe ich auch schon dazu. Und einen halben Teelöffel Salz. Und dazu kommen jetzt die Champignons zusammen mit dem angerösteten Lupinenmehl. Jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, noch etwas frischen oder getrockneten Majoran dazugeben. Vielleicht so einen halben bis einen Teelöffel. Das verstärkt diesen Leberwurstgeschmack noch ein bisschen. Ich lasse das jetzt so, weil ich das eher mit diesen puren Champignons einfach am liebsten mag. Genauso könnt ihr auch noch andere Kräuter dazugeben, zum Beispiel Petersilie, Schnittlauch oder Basilikum. Ja, im Grunde sind euch da eigentlich keine Grenzen gesetzt. So, das Ganze muss jetzt einfach nur fein püriert werden. Und so sollte euer Aufstrich dann im Endeffekt aussehen. Ihr könnt die Pilze übrigens auch noch ein bisschen länger drin lassen, dass sie nachher so richtig dunkel werden. Dann würde der Aufstrich auch noch ein bisschen grauer werden. Das macht geschmacklich auch noch mal ein bisschen Unterschied. Aber ich finde, so ist der auch schon wirklich super lecker. Ja, und damit habt ihr ganz schnell und einfach euren eigenen Champignon-Aufstrich gemacht. Ich habe dafür jetzt, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde gebraucht. Und ihr könnt da auch wieder ganz viel variieren bei diesem Aufstrich. Zum Beispiel könntet ihr statt Pilzen Paprika nehmen. Oder auch zum Beispiel Knoblauch stelle ich mir auch sehr lecker vor. Ja, da sind eurer Fantasie im Grunde keine Grenzen gesetzt. Der Aufstrich wird übrigens noch ein kleines bisschen fester, wenn ihr ihn in den Kühlschrank stellt. Allerdings wird er auch nicht zu fest. Also ihr könntet immer noch super aufs Brot streichen. So, mal kosten. Also ich finde ihn wirklich super lecker. Ich glaube, das ist ab jetzt mein neuer Lieblingsaufstrich. Und ich glaube, ich werde da noch ein bisschen rumprobieren, was man da noch alles für Sorten machen kann. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ideen, dann schreibt mir die unbedingt mal in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann nochmal ein anderes Video dazu. Mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine einfache Rezept gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Samstag. Tschüss!